den Wechselpony. Achtung, Rainbow Dash, schmeiß die Steine einfach auf das Wechselpony, damit wir es verscheuchen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Little Pony Harmony Quest. Hier brauchst du die Hilfe von drei Ponys. Okay, es kann weitergehen. Wir brauchen die Hilfe von drei Ponys und wählen... Rainbow Dash. Ganz schnell, die drei. Ponys auf zur Rettung. Es kann losgehen. Seid ihr bereit für eine neue Folge, für Folge 4? Juhu, es kann losgehen. Ein gestohlenes Fensterstück wurde gesichtet. Du kannst nicht entkommen, also versuch es erst gar nicht. Ganz genau, wir holen dich ein. Ist geschafft. Bleib stehen, die Kanone gehört uns. Und dem Buntglasfenster natürlich. Warte auf uns. Aufgepasst. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wähle ein Pony aus. Beeil dich, Applejack oder Fluttershy. Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen. Hey, Fluttershy, frag doch mal das kleine Eichhörnchen. Liebes kleines Eichhörnchen, kannst du uns bitte irgendwie helfen und in diesem Kristallhaufen irgendetwas finden? Vielleicht einen Schlüssel oder sowas? Schau mal nach. Oh, klasse. Super. Gut gemacht. Aber wir müssen immer noch weitersuchen. Ganz genau, das ist wichtig. Also schnell weiter. Fast geschafft. Da ist auch schon das Wechselpony. Warte auf uns. Wir sind unterwegs. Aufgepasst. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Applejack oder Fluttershy. Dann ist wohl die Chance für Applejack gekommen. Hier ist etwas versteckt. Suchen wir danach. Noch ein paar Tritte, dann sollte es klappen. Oh, ein Kristall. Diese Smaragde gehören Prinzessin Cadence. Wir müssen sie alle finden und sie ihr zurückbringen. Ein Smaragd von Cadence. Fast geschafft. Na, die wollen wir natürlich alle zurückholen. Los geht's. Was jetzt? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wähle ein Pony aus. Beeil dich. Applejack oder Fluttershy. Vielleicht Fluttershy? Was meint ihr? Kannst du das Objekt sehen? Schau ganz genau hin. Dann findest du, was du suchst. Hey, kleines Eichhörnchen, wir brauchen nochmal deine Hilfe. Kannst du da hochklettern und den Smaragd für uns runterholen? Das wäre wirklich sehr wichtig. Dankeschön. Ich hoffe, du verstehst unsere Sprache. Dann mal hoch mit uns. Zum Glück kann Fluttershy mit Tieren sprechen. Super, dankeschön. Du hast es geschafft. Perfekt, weiter geht's. Ein Smaragd fehlt noch und natürlich das Buntglasfenster. Fast geschafft. Zumindest das Stück davon, das ist die Kanone. Okay. Was jetzt? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wähle ein Pony aus. Beeil dich, Rainbow Dash oder Fluttershy. Ist da oben etwas? Kannst du es sehen? Schau dich ganz genau um. So, dann fliegen wir mal kreuz und quer nach oben, um das Kristallchen zu holen. Sehr gut. Prinzessin Cadence ist so glücklich, dass sie ihre Erbstücke zurück hat. Und hier kommt für euch der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr My Little Pony toll findet und noch du weitere Folgen auf. Davon sehen möchtet. Das hilft mir natürlich. Dankeschön. Was jetzt? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wähle ein Pony aus. Beeil dich. Applejack oder Fluttershy. Applejack, oder was meint ihr? Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen. Perfekt, mit einem Tritt und einem Apfel. Juhu! Dann mal schnell weiter. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben es bald geschafft. Fast geschafft. Okay, und weiter und weiter und weiter. Wo willst du hin? Sehr gut, die Kanone gehört uns. Bringen wir es dahin, wo es hingehört. Perfekt. Und in das Buntglasfenster. Werden wir sie alle finden. Ganz genau, sehr wichtig. Wir kommen gut voran, finde ich. Ein Element der Harmonie. Los, holen wir es uns. Okay, dann direkt weiter. Was wählen wir jetzt? Auf dieser Mission werden wir Rainbow Dashs Fähigkeiten brauchen. Okay, dann wollen wir mal Rainbow Dash mit ins Team nehmen. Pinkie Pie. Und wen noch? Twilight Sparkle. Genau, gute Kombination. Ponys auf zur Rettung. Okay, zu dritt schaffen wir das. Und los geht's mit euch drei in der Regenbogenwelt. Hey, das Wechselpony hat ein Element. Die Jagd geht los. Das ist das Element der Harmonie von Rainbow Dash. Das müssen wir uns einfach schnappen. Schnell hinterher. Was jetzt? Lass das Wasser auf das Feuer fallen, wenn du darüber bist. Oh, weia. Das Feuer müssen wir auf jeden Fall entfernen. Sonst kommen wir nicht weiter. Juhu!
Sehr gut. Und weiter mit uns. Wir haben es bald geschafft. Du holst auf. Das Wechselpony ist nicht mehr fern. Was jetzt? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wähle ein Pony aus. Beeil dich. Rainbow Dash. Oder Pinkie Pie. Rainbow Dash? Ein Wechselpony. Oder Pinkie Pie. Aber Pinkie Pie ist, glaube ich, die richtige Wahl. Denn wir tanzen nochmal und haben einfach ganz viel Spaß. Gut gemacht. Aber wir müssen immer noch weitersuchen. Ganz genau. Also schnell weiter. Nur nicht aufgeben. Du holst auf. Es ist nicht mehr fern. Da vorne ist es schon. Was jetzt? Lass uns das aus dem Weg schaffen. Das machen wir doch gern. Dazu legen wir einfach die Wolke auf dieses Hindernis. Und dann ist die Plattform irgendwie... Doch, es klappt. Mitgedacht. Zurück auf die Suche. Jetzt können wir einfach drüber laufen. Perfekt. Du holst auf. Okay, nicht mehr weit. Und da vorne ist schon das Wechselpony. Das kriegen wir auch noch. Was jetzt? Wir werden dieses Puzzle mit links lösen. Okay, dazu brauchen wir wieder die 83, die Schlüssel. Dreh die Blöcke links so, dass sie dem Symbol rechts entsprechen. Okay, wir müssen uns beeilen. Schnell, schnell, schnell. Perfekt, nur noch eins. Hui. Großartig. Okay, schnell weiter. Wir haben es hoffentlich bald geschafft. Da vorne ist das Wechselpony. Fast geschafft. Bleib stehen, wir kriegen dich. Nur noch wenige Schritte. Was jetzt? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wähle ein Pony aus. Beeil dich. Rainbow Dash oder Twilight Sparkle. Was meint ihr? Etwas klopft darin. Helf diesem Pony da raus. Schnell, Rainbow Dash. Schmeiß einfach die Steine auf das Konkon. Und? Aufgepasst. Ein Wechselpony. Okay, noch einmal. Nimm die Steine hier. Und zack. Geschafft. Gut gemacht. Aber wir müssen immer noch weitersuchen. Zum Glück konnten wir das Wechselpony verscheuchen. Du holst auf. Da vorne. Dich kriegen wir. Bleib stehen. Wo willst du hin? Yeah. Klasse. Ein neues Kristall. Oh mein der Gott. Harmonie. Ihr habt es geschafft. Super. Bringen wir das Stück nach Hause. Ein neuer Kristall der Harmonie natürlich. So, geschafft, weiter. Aber es gibt noch viel zu tun. Machen wir uns wieder auf den Weg. Holen wir uns dieses Buntglasstück. Okay, jetzt brauchen wir wieder ein Buntglasstück. Welches sollen wir wählen? Das ist eine Aufgabe für 4 Ponys. Okay, Achtung, 4 Stück. Rarity. Rarity muss auf jeden Fall dabei sein. Fluttershy. Pinkie Pie. Und? Twilight Sparkle. Die Jagd geht los. Dann mal los. Alle bis auf Rainbow Dash und Applejack sind dabei. Den schnappen wir uns. Ein gestohlenes Fensterstück wurde gesichtet. Du kannst nicht entkommen, also versuch es erst gar nicht. Ganz genau, das ist ein kleiner Dinosaurier. Fast geschafft. Dann mal schnell weiter. Bleib stehen. Dich kriegen wir. Aufgepasst. Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen. Hey, kleines Eichhörnchen, du kennst dich bestimmt hier sehr gut aus. Kannst du uns vielleicht helfen, irgendwie einen Weg hier durchzufinden? Schau mal, da oben muss ein Schlüssel sein. Kletter uns doch zuliebe nach oben und hol uns den Schlüssel, oder? Was meinst du? Komm, 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 komm. Sehr gut. Dankeschön. Puh, perfekt. Juhu! Danke, liebes Eichhörnchen. Und danke, Fluttershy, für deine Hilfe. Du holst auf. Okay, ihr 4. Gleich haben wir ihn, oder? Was meint ihr? Was jetzt? Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Fluttershy oder Pinkie Pie. Pinkie Pie. Oh nein, dieses Ungeziefer blockiert uns. Genau, jetzt tanzen wir wieder, damit wir die Fliegen verscheuchen können. Sehr, sehr gut. Großartig. Und schön weiter. Welches der Ponys ist denn bisher euer Lieblingspony? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Du holst auf. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Aber bald haben wir es geschafft. Was jetzt? Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Fluttershy oder Pinkie Pie. Fluttershy? Ein Wechselpony. Wir werden es einfach einschläfern. Mit ein wenig Takt, Gefühl und Gesang. Ach ja. Gute Nacht, alle miteinander. Gute Arbeit. Okay, schnell weiter. Das Wechselpony schläft und wir können an ihm vorbei. Du
holst auf. So, da vorne ist es auch schon. Gleich müssen wir es geschafft haben, oder? Was jetzt? Lass einfach los, um ihn fallen zu lassen. Okay. Geschafft. Gut gemacht. Das war gar nicht so aber schwer. Wir müssen immer noch weiter suchen. Das stimmt, deswegen müssen wir schnell, schnell weiter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Du holst auf. Okay, bald haben wir es. Wechselpony. Was jetzt? Wartet, da könnte eine Falle sein. Das ist eine Aufgabe für Pinkie Pie. Okay, da vorne ist es. Perfekt. Gute Arbeit. Die Falle ist entschärft und wir können weiter galoppieren. Du holst auf. Da vorne ist das Wechselpony. Bleib doch endlich stehen. Aufgepasst. Du kannst das wieder richtig zusammensetzen. Ich glaube an dich. Okay, das sollte kein Problem sein. Das haben wir bereits in Folge 1 gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Gute Arbeit. Perfekt. Ein Tor in Form eines Hufeisens. Dann mal schnell weiter. Fast geschafft. Sehr gut. Da vorne. Los, los, los. Ihr vier. Ihr schafft das schon. Nur noch wenige Schritte. Aufgepasst. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wähle ein Pony aus. Beeil dich. Rarity. Oder Fluttershy. Was meint ihr? Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen. Los, Rarity, du findest das schon. Sehr gut, ein Schlüssel. Juhu! Und weiter mit uns. Der Weg ist nicht mehr weit und das Wechselpony ist direkt vor uns. Du holst auf. Können wir es jetzt endlich schaffen? Können wir ihn schnappen? Was meint ihr? Zu schnell für dich. Sehr gut, wir haben es geschafft. Und ein neues Buntglasfensterstück. Bringen wir es dahin, wo es hingehört. Scheint ein kleiner Dinosaurier zu sein. Und ein weiteres Stück gerettet. Gut gemacht, Ponys. Hey, wir kommen echt gut voran. Viel wird nicht mehr fehlen. Okay, ein bisschen schon noch. Holen wir uns dieses Buntglasstück. Okay, wollen wir noch eins schnappen? Was meint ihr? Für diese Mission werden nur 2 Ponys gebraucht. Okay, das machen wir. Rainbow Applejack. Die Jagd geht los. Wir wählen genau die 2 Ponys, die in der letzten Mission nicht mitgemacht haben. Dann mal los. Holen wir uns dieses Buntglasstück. Du willst dich also an unserem Buntglasfenster vergreifen. Was? Ganz genau, die schnappen wir. Du holst auf. Hier im dunklen Dschungel. Aber keine Angst, unsere Ponys sind dabei. Aufgepasst. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Applejack oder Rainbow Dash. Aufgepasst. Ein Wechselpony. Achtung, Rainbow Dash. Schmeiß die Steine einfach auf das Wechselpony, damit wir es verscheuchen können. Sehr gut machst du das. Perfekt. Gute Arbeit. So, schnell weiter. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Fast geschafft. Wenn wir so weitermachen, werden wir das Wechselpony schnappen. Aufgepasst. Lass uns das aus dem Weg schaffen. Sehr gut. Der Stein ist im Loch und wir können einfach drüber laufen. Perfekt. Du holst auf. Hey, warte auf uns, Wechselpony. Warum so schüchtern? Aufgepasst. Zerstört diesen verkrusteten alten Kokon. Dazu schmeißen wir einfach Äpfel dagegen. Juhu! Hallo, Pony. Pass auf dich auf. Alles Gute noch. Schnell weiter. Fast geschafft. Wir kriegen dich gleich. Bleib stehen. Was jetzt? Lass das Wasser auf das Feuer fallen, wenn du darüber bist. Okay, Rainbow Dash. Mit deinen Wasserballons kriegen wir das schon hin. Perfekt. Großartig. Und weiter geht's mit uns. Ihr zwei seid spitzenmäßig. Du holst auf. Daumen hoch für die zwei. Juhu. Erwischt. Tja, das war's denn wohl, Wechselpony. Oh mein Gott. Ihr habt es geschafft. Super. Bringen wir das Stück nach Hause. Stück für Stück werden wir sie alle finden. Das haben wir klasse gemacht und geschafft. Ein neues Teil für unser Wandbild. Perfekt. Ein Element der Harmonie. Los, holen wir es uns. So, das war's aber mit dieser Folge. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von My Little Pony und rechts unten gibt's einen Videovorschlag. Einfach draufklicken und ihr gelangt zu den Playlisten dieser Serien. Und natürlich nicht vergessen, den Kanal unbedingt zu abonnieren, damit ihr nie wieder Videos verpasst. Das macht ihr, indem ihr einfach links auf das Katzensymbol klickt. Also, bis zum nächsten Mal.